Hallo zusammen, ich habe jetzt noch ein paar Restfarben übrig und ich wollte euch noch zeigen, habe ich in meinem vorigen Video schon angekündigt, falls ihr es nicht gesehen habt, ich habe es verlinkt. Habe hier Farben und habe im letzten Bild auch gemerkt, dass ich immer ein paar Luftblasen drin habe, zu schnell gerührt. Jetzt, wenn ich es ein bisschen stehen lasse, dann vergehen die Luftblasen. Um das aber schneller wegzubekommen, mache ich ein paar Tropfen Wodka rein, dann sind die Bläschen auch weg. Das zeige ich euch nachher, machen wir ein Bild und dann bis gleich. So Freunde, der Keilrahmen ist 30 24 cm. Ich habe hier immer noch weiß, ich habe hier Cadmium Gelb Dunkel, Nebulous Yellow und habe dieses Koboldblau. Und wie gesagt, ich habe ab und zu mal immer ein paar Luftbläschen, wenn ich zu schnell anrühre. Ich nehme einfach ein bisschen Wodka, ist im Prinzip egal welcher, dass ihr mal seht. Einfach ein bisschen rein. Rühre dann um. Und dann ist es wirklich so, dass die Bläschen dann weggehen, die Luftblasen. Und der zweite Vorteil bei dem Wodka ist im Prinzip ja auch, dass ihr weichere Übergänge bekommt. Also keine so harte Kanten, wenn ihr gießt. Und ich habe ja auch jetzt noch vom letzten Video das Silikon mit 5000 drin, also von der Viskosität her ein ganz dickes Silikon. Und der zweite Punkt war ja das, was ich auch noch machen möchte, das heißt, ich werde es nicht erhitzen, ich werde es einfach gießen und fertig. Und dann bilden sich trotzdem Zellen, aber nicht so viele. Und das zeige ich euch dann auch, wenn es getrocknet ist. Meist denke ich, haben wir ein ganz einfaches, schnelles Bild. Nehmen wir einfach den Becher. Weil wie gesagt, sind Restfarben. Ich hoffe, dass die Farbe auch noch ausreichend ist. Blau. Aber ich denke, der Becher müsste ausreichend sein. So. Weil ich verschwende ja auch keine Farben, sondern versuche immer noch ein Bild draus zu machen. Okay, sind leer. Jetzt hier. Jetzt mache ich mal keinen Flip Cup. Und einfach ein Dirty Pouring. Okay, da bin ich gespannt, ob die Farben reichen. Da ist ein bisschen blau. Dass wir vielleicht noch ein bisschen mehr Kontrast reinbekommen. So. Überall Farbe. Aufwand, das wollte ich eigentlich nicht verlieren, diesen Punkt hier.
den hier. Dann lasse ich das nochmal da runterlaufen. Okay, jetzt ist es doch weg. Ja, ich bekomme das sonst nicht zu hier. Aber ist nicht so tragisch. Okay. Lass es noch so hinlaufen, wie es mir gefällt. Das passt eigentlich schon. Gut, vereinzelt habe ich noch ein bisschen, aber es sind ganz wenige Luftbläschen, die lasse ich aber einfach so. Und ihr seht ja schon, es kommen hier schon Zellen, ohne dass ich, wie gesagt, irgendwas erhitze. Und das werde ich jetzt auch so lassen. Dann schauen wir einfach mal, ich zeige es euch dann nochmal getrocknet wieder, wie es sich dann verändert hat. Kannst du euch noch kurz von allem zeigen? Dann würde ich sagen, bis gleich. So Freunde, jetzt mal von allem. Also wie gesagt, 5000er Silikon drin. Und jetzt noch einen kleinen Schuss Wodka drin. Schaut mal hier, Pfeffer. Wie gesagt, Wodka macht es etwas fließfähiger und da kommen natürlich auch ganz große Zellen dann raus. Wie gesagt, ich werde es nicht mehr erhitzen, ich lasse es jetzt einfach so. Dann gehe ich einfach davon aus, dass nicht alles voller Zellen wird, sondern nur vereinzelt, so wie hier. Man weiß ja nie. Okay, cool. Jetzt schauen wir mal, wie es wird. So, hier noch das getrocknete Bild. Ihr seht also, was da trotzdem noch gekommen ist, obwohl ich es nicht erhitzt habe. Wahnsinn. Na, da habe ich wieder zu früh reingelangt, obwohl es ja nicht trocken war. Kann passieren. Gut. Aber ihr seht, was passieren kann, obwohl man es nicht erhitzt. Also gut, ich hoffe, euch hat es gefallen und dann wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye.